fährst ein paar Höhen ab. Jo Leute, was geht? Willkommen bei einem weiteren Video bei NoFuck Given Factory. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und heute bauen wir das Airlift-Komplettfahrwerk in das Cabrio von Mike. Das ist ein 328 Cabrio in Estorilblau. Und legen wir los. Ihr habt euch hier gemütliche Beleuchtung angemacht. Ja. Braucht das ein wenig Licht? Was habt ihr bis jetzt geschafft? Eine große Platte. Chillig. Plan gemacht, wie wir dann weiter vorgehen werden. Hier machen wir dann eine kleine Trennung rein, damit man das noch separat rausnehmen kann. Positionen haben wir jetzt auch schon überlegt, wo die ganzen Steuerungen oder Bedienteile hinkommen. Und dann schauen wir mal. So, heute steht der Kofferraumausbau erstmal an. Wir haben uns vor ein paar Tagen schon den Plan gemacht, wie das Ganze nachher auszusehen hat, beziehungsweise wo dann die Komponenten ungefähr hin sollen. Und danach wird jetzt, oder beziehungsweise haben die Jungs jetzt schon die Grundplatte gebaut, also die Bodenplatte. Hinten soll gleich noch ein integrierter Subwoofer mit drin sein, also alles ein bisschen aufwendiger, also nicht einfach nur Platte, Sachen drauf und fertig, sondern wirklich dann mit Subwoofer und so weiter und so fort und das alles ordentlich verstauen. Das wird auf jeden Fall ein bisschen mehr Arbeit. Ich denke, dass wir da heute auch nicht mit durchkommen werden. Vielleicht mit dem groben Aufbau, aber ich denke, dass wir komplett fertig werden, ist unwahrscheinlich, weil wir heute den 24. Dezember haben und natürlich alle auch noch zu unserer Familie wollen, ne? Und natürlich das Fest genießen möchten. Dementsprechend machen wir heute erstmal, soweit wir kommen, mit der Grundplatte bzw. mit dem Kofferraumausbau. Ist hier der Dings? Ja, ist er. So. So Leute, wieder zurück in der Halle. Die Jungs hatten ja heute Morgen schon angefangen mit dem Airlift-Fahrwerk, allerdings mit dem Kofferraumausbau. Jetzt sind die Jungs mit den Leitungen und mit den Kabeln ein bisschen beschäftigt. Ich habe ehrlich gesagt davon noch nicht so viel mitbekommen, weil ich selber jetzt gerade erst wieder dazu gekommen bin. Wie spät haben wir es jetzt? Gleich 1, glaube ich. Gleich 1 Uhr nachts. Und dementsprechend wird euch der Marvin gleich mal erklären, was die beiden schon so geschafft haben am Airlift-Fahrwerk. Und den Rest werde ich dann versuchen zu dokumentieren, so gut es geht. Ja. Also, wir haben die Schläuche durch den Innenraum verlegt, bis jetzt. Haben die Dämpfer vorne vorbereitet, Steilflexleitung mit Fitting fertig gemacht. Und ja, jetzt müsste prinzipiell nur noch der Mike die Dämpfer vorne reinschmeißen. Genau. Hinten die Löcher bohren für die Einziehmuttern. Und dann sind die Bälge auch drin, da können die Schläuche ran. Lufterzeugung noch anschließen und dann läuft das Ding. Wir können euch auch nochmal zeigen, wo wir das alles verlegt haben, vorne im Motorraum. Wenn ihr wisst, falls ihr das auch mal machen wollt. Und zwar der gute Marvin hat er jetzt hier, wenn ihr von unten schaut, eine Ratterschale, die abgenommen ist. Ist hier eine kleine Muffe. Und hier führt die Leitung durch. Sieht man das? Das sieht man ja. Hier ist die Muffe, die geht direkt rein in den Motorraum. Und dann ist die Leitung, hier hatten wir noch mal ein paar Kabelbinder gesetzt. Hier hinten, einmal komplett runter. Hier lang kann man gut verfolgen. Gehen wir hier rein in den Schaltkasten und dann vom Schaltkasten gehen wir direkt in den Innenraum. Wir haben uns für den Innenraum entschieden, weil die Leitungen dann keinen äußeren Umwelteinflüssen ausgesetzt sind. So auf die Dauer gesehen macht das auf jeden Fall mehr Sinn. Würde ich euch dann auch empfehlen, falls ihr das mal macht. Und jetzt zu der rechten Seite eigentlich genau das gleiche Spiel. Da ist auch eine Muffe. Die war ein bisschen schwer zugänglich, aber der Marvin hat kleine Finger, kleine Gynäkologenfinger. Das hat dann auch funktioniert. Genau, ja, selbes Spiel, auch hier rein. Dann in den Innenraum halt. Also wir kommen dann halt von dem Sicherungskasten, kommen wir direkt, wenn du ein bisschen näher rangehst, kommen wir unten. Das hat BMW ziemlich toll gemacht, da sind auch einfach nur Gummimuffen. Kannst du mit einem Schraubendreher einfach ein Zusatzloch reinballern und die Leitung durchführen oder den Schlauch eher gesagt durchführen. Dann haben wir uns dafür entschieden, dass wir durch die Mittelkonsole gehen. Da hatte ich den Vorteil, dass ich jetzt schon mal Cinch-Kabel von vorne verlegt hatte für meinen Sub, der hinten drin ist. Und zwar hatte ich hier einen kleinen Cut gesetzt,
wo noch die Mittelarmlehne drauf ist. Oder eher gesagt, die Mittelkonsole bündig abschließt, damit man hier unter den Teppich die kompletten Schläuche einfach unter die Rückbank verlegen kann. Das haben wir erstmal bewusst ein bisschen länger gelassen, damit wir das alles unter die Rücksitzbank verlegen können. Sind wir dann hier natürlich hinter den Gurt, ne? Nicht, dass man hier versehentlich, wie uns das halt passiert ist, erstmal den Schlauch vor den Gurt gelegt hat. Gut, ist jetzt kein Akt, deswegen hier haben wir auch noch eine Menge Spiel, wo die ganzen Kabel dann in den Kofferraum reingehen. Und ja, im Kofferraum wird dann die ganze Montur, sage ich jetzt mal, verschraubt auf eine Holzplatte. Die Holzplatte haben wir soweit, ja, muss noch ein bisschen was dran getan werden, soweit schon mal vorbereitet. Steuerung hatten wir uns jetzt so vorgestellt. Steuerung sozusagen, wenn man hinterm Auto steht, links. Der Tank kommt in die Mitte und hier seht ihr nochmal so Striche. Und da hatten wir dann eine extra Subwoofer-Box nochmal separat gebaut, damit der Klang von dem Sub halt nochmal ein bisschen mehr an, wie sagt man, an Wumms gewinnt, sagen wir es mal so. Hier auf die Batterie, ein bisschen über die Platte noch, wo hier dann die Platte reinkommt, kommt dann der Kompressor, damit wir das direkt mit der Stahlflexleitung hier in den Tank reinlegen können, was heißt reinlegen, dran schrauben können. So. Das heißt, im Prinzip liegt dann hier der Kompressor am Ende, genau, die Stahlflexleitung geht hier rüber in den Tank rein und hier drüben ist dann quasi schon die Steuerung positioniert. Genau, richtig. Relativ offenes Setup. Im Hintergrund, was man hier jetzt gar nicht sieht, kommt eine kleine Bassreflexbox, eine selbstgebaute quasi rein, ne, für den Subwoofer, den ihr im Innenraum schon gesehen habt und von hier auch sehen könnt. Genau, richtig. Ja, das ist der Plan. Das wird halt alles noch ein bisschen versteckt, ne? Logischerweise ist das ja gerade erstmal Kabelsalat, aber das ist ja... Das ist ja die, Regel am Anfang. Genau, genau. Erstmal sozusagen alles reinschmeißen und dann im Nachhinein alles ordentlich machen. So, jetzt sind wir gerade dabei, die kompletten Federbeine vorne einzubauen. Das ist im Prinzip nichts anderes als ein Gewindefahrwerk. Genau. Was ihr auch in unserem Video, wie man ein Gewindefahrwerk beim E36 einbaut, sehen könnt. Kannst du ja auch nochmal verlinken. Ja, mache ich. Das verlinke ich dann nochmal. Schlauchanschlüsse hatte jetzt Marvin schon mal vorbereitet. Genau. Dann, das sieht also die Stahlflexleitung kommt getrennt vom Balk und vom Fitting. Müsst ihr ein bisschen Teflonband nehmen, sieht man noch hier ein paar Reste. Ordentlich drum, immer gegen die Drehrichtung, dass beim Festziehen das Teflon enger ziehst. Und dann haben wir halt hier einen 6mm Schlauchanschluss, Steckanschluss. Und hier oben ist es einfach in den Balk verschraubt. Auch dasselbe Spiel, auch mit Teflon eingewickelt, festgeschraubt. Und ja, dann bauen wir das Ganze ein. Nur mal als kurzen Vergleich. So kommt die Geschichte von Airlift ab Werk. Wir sehen das Restgewinde. Also es würde noch wesentlich mehr gehen. Ja, da ist noch Luft nach unten. Und was wir halt auch geil haben bei Airlift, ab Werk Sturzumlager. Ja, das ist richtig, das ist zum einen geil. Sturz und zum anderen Vor- und Nachlauf von der Achse kann man auch noch variieren. Boah. Und hier oben rüber haben wir die Härteverstellung. Da gibt es noch so spezielle Schlüssel, die liegen jetzt gerade hinten. Die steckst du hier ein und dann kannst du den Dämpfer in der Härteverstellung noch ändern. Ich glaube 30 Klicks. Da muss man hier natürlich drauf achten, wenn man den Spaß einbaut, dass der Sturz, also die beiden Schrauben hier, zur Karosse hin, also zum Motor hinläuft. Weil die hier sind für den Vor- und Nachlauf und der Sturz ist stufenlos einstellbar. Der Vor- und Nachlauf, da haben wir 5 verschiedene Stufen. Ja, gut, die sehen aber genauso aus. Ich meine, die vom E46 vom Gewindefahrwerk sind sogar kürzer als die Airlift-Koppelstange. Ach was? Ja, ich habe ja schon eine Airlift im E46 verbaut. Die waren einfach kürzer als die Meile-Koppelstange für Gewindefahrwerke. Krass. Geht das so von der Höhe? Ja, ja. Ich muss nur eine Schraubenbox mal haben. So, Leute. Falls ihr das noch nie mitbekommen habt, was ich mir ehrlich gesagt sehr, sehr schlecht vorstellen kann, dass ihr das jetzt noch nie mitgekriegt habt. Ich filme mit einer neuen Kamera. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch der Qualitätsumstieg freut. Güli! Benne! Benne! Auf jeden Fall Qualitätsumstieg. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass ich jetzt mit einer ordentlichen Kamera filme. So, weiter geht's mit dem Airlift-Umbau. Die Jungs haben gerade die Vorderachse fertig gemacht. Und das bedeutet,
wenn sie das Ganze gleich angeschlossen und ein bisschen eingestellt haben, geht es schon an die Hinterachse. Und ich glaube, das dürfte nochmal interessanter werden, weil da die Bälge nämlich verschraubt werden. Und wie das funktioniert, das seht ihr jetzt. Der Moment, wenn das Gewindestück mit der Karosse 1 geworden ist. Das kann nicht sein. Ist das Ding festgeschraubt? Nee. Scheiß das ein. Mike, das habe ich noch nie. Wer klebt sowas? Wer Sag klebt mal, ja. sowas an? Das war mit Sikaflex angeklebt. Geil, Alter. Was ist das für ein Fahrwerk? Wir wissen, was das für ein Fahrwerk ist. Das sieht ein bisschen nach KW aus. Ja, ne? Gelbe Federn, die Gewindestücke. Das war die Gummidichtung, die scheiße eingebaut war. Wir machten so einen Cut. Das kommt gleich. Gleich wird's leicht. Das ist nur der Anfang, der mal scheiße geht. Siehst du das sagen? Ja, der Anfang wird immer scheiße. Jetzt wird's leicht gehen. Ja, jetzt haben wir die Einziehmutter gesetzt für den Balk. Ich will kurz den Balk machen. Das ist die Kontermutter, die kommt durch den unteren Federteller nachher. Das haben wir hier beim Elektrolyse für Besonderheiten, dass wir hier so eine tolle Platte mit einbauen müssen. Und dann drehst du den Scheiß einfach in diese Einziehmutter rein. So. Und drehst den Scheiß wieder raus. Bis fest. So. Jetzt ist der Scheiß fest. Und jetzt kann man sich normalerweise einer begeistern, den Scheiß hochdrücken und dann kann man hier unten die Piste schrauben. Genau. Wir müssen erstmal hier ein bisschen improvisieren, weil so ein Werkzeug wird hier nicht mitgeliefert. Wie ihr gerade gesehen habt, haben wir gerade die Einziehmuttern bereits angebracht an der Hinterachse und werden jetzt fortfahren, damit dass wir den Balk von unten noch verschrauben und natürlich die ganze Leitung anschließen. Da werde ich euch jetzt einfach in ein kleines Timelapse reinschicken und wünsche euch viel Spaß. Erstmal provisorisch schrauben wir den Tank jetzt zusammen, damit wir mal einen Testlauf starten können. Dann haben wir jetzt hier einmal das Überdruckventil, das ist er hier, Sicherheitsventil und ein Notbefüllventil. Da geht die Luft rein, da ist ein Notbefüll, hier gehen wir rüber zur Steuerung, alles geil. Das legen wir jetzt alles mit Teflon ein, verschrauben das und dann machen wir einen Probelauf, würde ich behaupten. Langsam aufmachen. Ja, mit deiner neuen Kamera. Ich freue mich unnormal, wie ein kleines Kind. So. Hast du einen 18er bei dir? Nee, der 19er hat doch ganz gut gepasst. Drüben leider nicht. Ein bisschen überschüssiges Wegkratzen. Wenn man es hübsch aussieht, ist das nicht ganz so wichtig beim Probelauf. Aber sollte klappen. Hast du einen Blindstoffen drin? Ja. An dieser Stelle hoffe ich, dass ihr alle frohe Weihnachten oder auch Familie feiert. Und viel noch. Und viel noch, logischerweise. Ihr weiß ja nicht, was in manchen Familien abgeht. Ja, eben. Deswegen. Ich meine, so ein bisschen motiviert halt hier. Wir Assis. Der Assis, wir tunen Autos. Wir sind Schwerkriminelle, bitte. Dass du dich überhaupt traust, so vor die Kamera zu treten. Ich würde mir direkt eine Maske aufsetzen, ja, damit mich bloß keiner erkennt. Ich wollte nur mal kurz sagen, also Erlef hat sich Mühe gegeben, dass es auch gerade ist. Nein, das Gewinde in dem Tank ist schief. Ja. Wahnsinn. Kostet ja nicht viel, ne? Nö, ist so quasi geschenkt, ne? An dieser Stelle danke für nichts. Ein weiteres Mal. Wir sind anders als die anderen. 16 vielleicht? Warte, 16 passt. 16 ist gut. Augenmaß ist da. So, wie ihr unschwer erkennen könnt, im Hintergrund lassen wir das Fahrzeug gerade runter. Der Tank wird jetzt das erste Mal befüllt, alles wird überprüft und dann wird das Fahrzeug gleich das erste Mal abgelassen komplett. Ich muss Kevin erstmal sagen, dass er not calibrated. Stach!
Ach du Scheiße, Voltage Low. Springt das Ding an. Ja, mach mal. Ist das eigentlich die Schnauze hier? Nein, das ist doch eine Schnauze! Du Oberticker! Wir haben fällt ein paar Höhen ab. Ist ja krass. Ist der auf Luft? Man beachtet, wie das Heck jetzt einfach hängt. Der pumpt gerade vorne hoch. Was macht der da vorne? Sehr, sehr interessant. Okay. Er kann den Grip ja gerade selber. Ist das krass? Soll mir noch mal einer sagen, Luft ist nicht geil. Das sagt eindeutig nein, dankeschön. Heute nicht. Nein, dankeschön. Ja, Hammer, ich bin zufrieden. Ja, vorne muss aber noch tiefer. Ja. Also gewinnen wir. Auf jeden Fall. Dann muss man runter. Ich glaube, das macht aber der Sturz. Wenn du Sturz reinmachst. Genau, eben. Ist doch klasse, genau. Hättest du mal 16 Zoll draufgepackt. Ist das geil. Das ist ja der Wahnsinn, ehrlich. Ich nehme nur Feuerwerk einfach. Ich muss zwar morgen um 10 aufstehen, aber das war's wert. Ich muss morgen um 12 aufstehen. Naja, aber 11. Das war's wert. Das ist richtig wert. Ich muss morgen um 11 aufstehen. Das ist wert. Ich muss morgen gar nicht aufstehen. Das war's wert. Weil ich mir einfach so reinziehe, wie dieses Rad einfach in diesem Radkasten drin sitzt. So. Hast du nicht irgendwas von positiver Spur noch gelacht? Und der verdient über sie wenig Sturz. Wird mehr. Da ist die Sturzschraube voll drin. Nee, ne? Die Sturzschraube ist noch normal. Das ist alles noch in Ordnung. Alles auf dem akkuraten Winkel. Digga, das Ding ist mal übelst flach. Das zieht es nochmal ganz, ganz kleines bisschen runter. Ein bisschen. Boah. So, das Ende. War's für heute, 5 Uhr morgens. 4 vor 5. Hat dich sogar angepeilt, grob. Ohne Scheiß, wie wir so links zurückfahren. Ich würde sagen, Ziel auf jeden Fall erreicht, ne? Ja. Kleinfusch. Akkurat verlegt. Akkurat. Kleinfusch. Ja, das. Provisorium. Das guckt sich weg. Das ist so schön warm. Das ist angenehm. So, also Freunde. Das war soweit das Erlef-Video. Von dem Cabrio, da werdet ihr auf jeden Fall in Zukunft auch wieder mehr sehen, beziehungsweise wieder überhaupt mal was sehen von dem Auto, damit ihr mal wisst, um was für ein Auto es sich handelt. Vielleicht erzählen wir euch dazu auch noch mal ein bisschen was, wo das Auto herkommt und so weiter und so fort und wann wir das gekauft haben und wie lange der schon steht. Und, ne? Diese ganzen Informationen, wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr das ja mal sagen in den Kommentaren. Ansonsten entschuldigt mich auf jeden Fall oder uns, wir sind auf jeden Fall alle schon ein bisschen im Sack, 5 Uhr morgens, wie ihr gerade mitbekommen habt. Und deswegen sind wir nicht mehr ganz so aktiv, ein bisschen träge geworden langsam. Aber wir werden auf jeden Fall euch auf dem Laufenden halten, was hier passiert. Ansonsten würde ich mich über ein Like, einen Kommentar oder ein Abo auf jeden Fall übelst freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ich freue mich drauf.